Herzlich willkommen zur achten Folge Biohof hier bei DB.Simulation zusammen mit dem lieben Herrn Rostlaube und Guten der Franka. Tag. Hallo. Ich will nichts sagen, aber wie wär's, wenn du anmoderierst und nicht erst noch 5 Kilo Eis in deinem Maul stopfst? Ja, das hatte ich noch im Mund und du sagst so, ja, schau mal, jo, komm. Ja, du weißt ganz genau, wie das läuft. Das ist jedes Mal das gleiche und du, oh, ab oder so. Ich hab halt gern was im Mund, bin ich ehrlich. Ja, komm vorbei, nimm was anderes im Mund, gar kein Problem. Ich weiß, ich mag deine Bussi-Eis, wirklich, aber. Ja. Davon habe ich glaube ich nur noch 100 Stück. Oh. Weißt du, was das heißt? Hast du? Nein, man kann ja bei Amazon auswählen, dass Dinge jeden Monat geliefert werden, ne? Siehst du dich da? Das Problem ist, ich will mich ja schon sehen, bloß das sieht meine Mom mich nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt auch einen Endtopf für den Nissan gekauft und ich glaube, wenn der jetzt die Woche kommt, bevor meine Mama im Urlaub fährt, habe ich da auch schon Probleme. Und gerade das Ding ist, so gefühlt, du hast zwei Autos und alles. Bestellst du selber hier welche Dinge und dann bei so Eis, oh nein, ich glaube, das könnte Ärger geben. Ja, ist halt so. Schwertkampf! Oh, schon wieder Tom vorbei. Unglaublich. Schwertkampf. Wow. Warum läuft da eigentlich keine Musik bei mir? Ah, jetzt das ist eine berechtigte Frage. Ah, sie läuft wieder. Oh. Wie ist denn das eigentlich jetzt bei YouTube mit den Ingame-Radios? Schwierig. Weil so große YouTube-Kanals wie Cornab oder so, die haben die ja die ganze Zeit laufen. Ja, aber sein eigenes Outfit. Der hat dieses Standard, dieses Country und so. Oder? Aber dieses hier 50 Fuckers und so ein Scheiß. Geht ja, nicht, das nicht wär, die online sind. Country darfst du, kannst du zum Beispiel nehmen, Classic. Und alles, was dann über online streamt, wie Quack, Sim, FM. Weiß ich nicht. Aber ist ja voll gut. Hey, da läuft ja sogar gute Musik. Wo? Ja, bei hier Quack, Sim. Also da darfst du dich. Ja, hören. Danke für nichts. Aber da läuft gerade Don't Let Me Down mit Chainsmokers. I need you right now. Das läuft ja. Ja, ich weiß. Ich hatte, glaube ich, mehrfach im Radio auf Spotify gekauft. Also, bei Spotify gekauft. Gehört. Ich habe Spotify super, gekauft. Super, ich glaube, ja. Wenn ich einen scheiß Snap mache und der Snap einfach so geil aufgibt, das ist einfach, dass man das Gefühl auf Instagram kommt. Nein. Na, nein, aber ist so. Wackel, dackel. Ach so. Du kannst ja mit den Ballen wegschieben. Ey, geht gar nicht. Hey, wer hat den Baum da hingestellt, Mensch? Oh, der ist ja auch ein Baum. Warum okay, wenn du vielleicht unter 50% gehen würdest, dann würdest du die nächste Bahn noch komplett schaffen. Die schafft man auch so, Kompaletta. Wollte ich gerade sagen. Weil für du schaffst knappe 2,5 Bahnen. Wollte ich gerade sagen. So, und wenn nicht, wird Luke dich schon gleich rufen, dass er voll ist. Ich habe alles im Griff, keine Panik. Ich habe immer alles im Griff. Naja. Was du alles im Griff hast, will ich jetzt nicht wissen. Flo, den lagern wir ja komplett ein und den Hafer von der 34, den verkaufen wir dann an der teuersten Verkaufsstelle. Dass wir ein bisschen Cash bekommen. Was ist das? Das ist das, was also, du dich auf dem Konto hast. Achso, okay. Wie viele Leute aus deiner Klasse schauen die Videos an? Die Videos hier? Ja. Ich glaube niemand. Ja, dann lieber bis Januar warten. Also den HV auch einlagern, weil der ist gerade bei dem Minimum. Das Problem ist, wir haben nicht so viel Lagerkapazität. Manuel, warum fragst du?
Ja, ich kann ja jetzt was sagen, aber wenn es jemand aus deiner Klasse hört, hast du eventuell ein Problem in der Schule. Dann lassen wir es. Ja. Ach so, die Sache! Ich dürfe ja schon Anwesende hier nicht hören. Ach so, oh, kritisch. Das Ding ist, was ich denke. Ich glaube schon. Ja, siehst du. Das ist belastend. Ich bin zwar kriminell unterwegs, aber so kriminell bin ich weg. Ach, du bist kriminell unterwegs, aber das soll keiner erfahren, dass du kriminell bist. Okay, hab's verstanden. Also eine Bahn floh so in knappe 30%. Jo. So, Luki, zwei Bahnen und dann sind wir fertig. Ich hätte nicht unabhängig jetzt noch mal ein Stück fahren, dich nochmal mit. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Verpiss dich jetzt, das! Alter. Jetzt hast du dich nicht auf den Ball laufen. Dachte schon. Du bist ein kleiner Huren. Ja, tank doch erstmal Lucky ab, der ist doch gleich voll. Boah, Alter, Flo, du hast eine Koordination? Ich fahr mich doch erstmal nur in die Spur rein. Ich fahr immer dann so hier rüber. Mhm. Ja. Bist selber lost? Ich hab die Fresse. Ist aber geil, so die ganze Zeit den Staub von Noel abzugucken. Ja, wenn Lucky mich nicht komplett weggeballert hätte, wäre es nicht so schlimm. Zum Glück ist es ja nicht unser Deutz, Alter. Ich könnte es dir nach dem Schrott scheißen, Alter. Der würde jetzt so heiß laufen, dass er platzt, explodieren würde wahrscheinlich. Ein Schmolzen ist der. Ja, Tim, wie lange der den braucht, können wir vielleicht mit dem Händler sprechen, dass er uns einen guten... Dass er uns vielleicht einen guten Bullock bringt? Nein, dass er ein gutes Angebot für Deutsch macht. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe auch überlegt, ob wir den Händler fragen, ob er ein gutes Angebot vielleicht für den Drescher noch macht, für den zweiten, weil den werden wir wahrscheinlich in jeder Ernte brauchen. Das will ich jetzt nicht mal bestreiten. Und das ist zwei unterschiedliche sind. Einfach weil dieses, weil man sonst immer so langweilig nur mal im LS unterwegs ist, sind zweimal dasselbe, was die anderen, ne? Ja, ich sag mal so, es schadet ja nicht, dass wir irgendwann mal den Trion oder was es ist, auch zu einem Lexion tauschen. Aber oh, den Lexion, den kannst du noch auch rüsten. Da kannst du einen Umbausatz reinschmeißen. Dann hast du längeres Röhrchen und größeren Kontakt, dann kannst du auch das größere Schneidwerk mitfahren. Und du kannst ja noch einen Umbausatz reinschmeißen, dass du die Radläufe hast. Also die Ketten. Lucky, du machst die letzte Bahn, gell? Passt. Ich habe heute im Politikunterricht wieder so kriminelle Sachen rausgelassen, dass man... Flo, du könntest den Anhänger gerade da stehen lassen und schau mal den Schneidwerkswagen, der außerhalb vom Feld steht, zu Lucky auf die andere Seite runterfahren, dann muss er nicht mit dem Schneidwerk über den kompletten Hof schallern. Über das komplette Feld verladen. Hör nur, was ich gerade sagen wollte. Auf jeden Fall habe ich heute wieder so einen gebracht, dass mein Lehrer sich gefragt hat, was bei mir einfach falsch war. Irgendwas, keine Ahnung, irgendwas schwerst Kriminelles auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was mein Leiter war. Sympathisch. Na, irgendwas mit Rohr hat es, glaube ich, zu tun. Absolut sympathisch. Ah, da ist das Schneidwerkswagen. Boah, Lucky, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt dann gleich ein sneakes Thumbnail, wo beide Drescher auf der Straße stehen. Können wir gerne tun. Lucky schiebt einfach Ballen mit. Ja. Was soll er sonst machen? Und der hat den einen einfach aufgespießt. Ja. Dass der gerade nicht zermalmt wird von dem Ballen. Hilfe. So, ich habe den mal zum Abtanken dahingestellt und hole so. Müsste immer noch einer früher hingehen. Guten Tag, Noel. Servus.
Flo, ich will nichts sagen, ja, aber wie wär's, wenn du mal die komplette das komplette Flutlicht ausmachst, dass es nicht leckt, wenn du vorbei schallerst? Warum? Ja, Alter. Ich wollte dich erleuchten. Guck mal hier, hier ist eine Erleuchtung. Ja, die einzige Erleuchtung, die da ist, ist, dass du immer noch mit einem Terra-Track mit Ketten rumfährst, mit Fontler da rumfährst, Alter. Das tat so weh, diese Kombine. Ich bin auf dem Weg zum anderen Ende, wieder auf dem Weg zum Richtung Straße. Ja, passt. Ich stelle mich schon mal so halb, ich stelle mich schon mal so halb auf die Straße, dann kannst du nämlich gleich ein bisschen hinter rausfahren und dann machen wir das Thumbnail, wie ich auf der Straße stehe und du da hinten raus fährst. Das sieht, glaube ich, ziemlich geil aus. Und der Auto kann, und die Autos kann so noch vorbeifahren. Traumhaft. Aber trotzdem da kann man ganz normal ein Feld ein- und ausgehen, ne? Natürlich. Gerade wo ich den. Hä? Luki, trag mal deinen 1 Liter mal kurz ab. Warte, Luki! Ich hab deinen Schneidwerkswagen! Ja, nur wie gesagt, nur dafür brauch ich erstmal einen Anhänger. Nur ich glaube, der 1 Liter passt dann nicht mehr in den Anhänger. Oh, mach doch Steuerung I. Für 1 Liter reicht das doch. Geht aber nicht. Okay. Dann warte, dann hol ich dir den. Wo seid ihr, Mädels? Unterwegs. Schwer unterwegs. Ich bin schwer unterwegs. Ah, ich hab den anderen Anhänger gefunden. Da kann schon mal anhängen, Lucky. Warum hat der Rundumleuchten auf dem Feld, Alter? Boah! Wie viele Liter passen dann noch rein bei dir? Naja, das Akkus ist gerade nicht, weil da kann ich es ja versucht, dann ging es nicht. Ich bin jetzt bei 84%. So, Flo, du kannst eigentlich dich auch noch gerade dann dahinter stellen. Vielleicht sieht man dich dann sogar noch bei dem Bild. In die Ausfahrt. Aber jetzt kommt Luki, gell? Ich sag's dir. Wenn du dich jetzt da hinstellst, ich fang dich. Ich sag, erst kommt Luki und du fahr weg! Der kann doch da dran vorbei. Okay, dann Alter! Luki soll über den Weg vernünftig rausfahren und du stehst mitten im Weg. Ich hab's jetzt dreimal gesagt. Willst du mich verarschen? Also. Blockier hier hinten mal die Straße, damit kein Auto kommt. Da kommt kein Auto da hinten. Weiß ich. Das sieht sexy aus. Luki, ich mach schon. Magst du einsteigen und ich stelle dem ich. Einfach trotzdem Bild davon. Ja, oder so. Lauf schneller! So, passt. Was, ich will nicht LED rundumleuchten, oder? Natürlich habe ich LED rundumleuchten. Geil, und der da hinten blinkt. Ich hab Doppelblitz. Bereit? Losfahren oder nicht? Ja, ich dachte halt, wir fahren vielleicht zusammen. Ich hab die Bilder noch nicht mal heranzoomen werden. Ich wusste aber den. Danke, Bill. Ja, danke, Auto, für nichts, Alter. Komm aus der Ecke geschossen, wa? Ja. Sag mal, was ist deine Mission? Ich hab doch ein Bild gemacht, Jungs. Ich konnte schiefer, weil die Autos nämlich reingefahren sind. Luki, wir haben nicht ewig Zeit, wir sind in der Aufnahme. Ja, ich hab die Taste gesucht, das hat wieder auszumachen. Das hat war gerade geil. Ganz ehrlich, Auto, du nicht. Luki, du hast es drauf, Alter. Man wird ja immer voll darauf achten, dass man Schneidwerk nicht da fällt. Nee, kann ich nicht drauf achten. Wie soll ich da drauf achten? Sie sollte Flo ja auch eigentlich hinten fahren. Ja, ich bin aber vorgefahren, um schon mal abtanken zu können. Ja, Flo wird einfach lost. Nein! Steffen, nein!
Ist ja auch noch zu weit gefahren, der Spezialist. Ja, natürlich. Leute, wenn ihr jemanden sucht, der nichts drauf hat, ich kann euch Flur anbieten. Ja, der kann so oder so nichts. Der hat nichts, der kann nichts. Achtung, ich bremse, hier ist nämlich ein Stoppschild. Denk an die 3 Sekunden, wa? 1, 2, 3. Ist frei, ich geb Gas, Jung! Also damals bei der Schwarzing, wenn wir da Führerscheinprüfung, da lief auch echt gar nichts. Sehr froh, dass du. Alter, stell dir vor, du hättest damit so einen Trecher machen müssen. Ich bin aber ehrlich, ich würde das im 22 echt immer gern wieder. Führerscheinprüfung? Mhm. Ja, können wir gerne. Das hat mir immer echt Spaß gemacht. Nur damals auf dem Dings, auf gewissen Servern, hat das irgendwie absolut keinen Spaß gemacht, weil das irgendwie echt ein bisschen komisch war. Alter, wer hat denn diese Wege hier gemacht? Wie soll man denn hier durchpassen? Hätte auch anders fahren können. Okay, hättest du auch nicht rumgekommen. Ach, sag bloß. Ich hab sogar in einem Zug geschafft. Ich auch, aber ich bin irgendwie aufgefallen. Ich bin auch rumgekommen, wo ich gerne lang gefahren bin. Ja, Alter, das ist ja einfach die Hauptstraße. Alter, hier sind Schlaglöcher drin. Ach du Luki, da kommen vielleicht ein paar Schlaglöcher. Ich merk schon. Also Schlaglöcher sind ein bisschen untertrieben, da kommen Alter, Krater. Ganz da kommen ganze Flüsse. Tatsächlich merke ich die aber eigentlich nicht. Gut, die ganze Katze nicht hinter mir fahren. Jetzt auf einmal fährst du hinter mir. Das werde ich ja mein Essen nie verstehen, warum das so ist. Ne? Was denn? Dass halt von hinten jemand kommt, dass man selbst in seiner eigenen Scheibe nichts mehr sieht. Ja, das ist. Also beim Bulldog würde ich es ja vielleicht noch einsehen oder so, aber beim Drescher macht es halt gar keinen Sinn, weil da ist ja nichts, wo ich es wirklich durchspiegeln könnte. Dreschen wir jetzt das hier? Der hat es doch. Fährst du ein bisschen weiter hinter oder wo soll ich das schnell wirken? Kannst da Form 1 stellen. Ich fange hier mit dem Vorgewende. Hier ist der Vorteil, wenn wir jetzt zu zweit fahren, haben wir schön zwei Bahnen vorgewendet. Was meinst du, was wir da gut umdrehen können? Aber Luki, Zeit, gell? Weißt du Bescheid? Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like, ein Abo da. Kommt beim nächsten Mal wieder vorbei. Schaut bei unserem Partner G-Portal und Giants vorbei. Haut rein. Tschüss. Servus. Tschüss.